wirst für das, was du getan hast, bezahlen, Hure. Ich wünschte, du wärst in deinem dreckigen Haus gewesen, als es abgebrannt ist. Was werft ihr dieser Frau vor? Sie hat mein Haus angezündet. Ich habe gesehen, wie sie ihr Werk begutachtete und triumphierte. Ja, ich habe das Feuer gelegt und ich bin stolz darauf. Dieses Monster hätte sogar Schlimmeres verdient. Wenn du sein Haus angezündet hast, ein Lord kann dir für ein viel geringeres Vergehen die Hände abhacken. Das ist dir bewusst? Ich bitte, hackt mir nicht die Hände ab, Milord. Euer Wachmann hier hat die Unruhen dazu genutzt, um meine kleine Schwester zu vergewaltigen. Sie hat bitterlich geweint und kein Wort mehr herausbekommen. Das war doch keine Vergewaltigung. Das Mädchen hat sich überhaupt nicht gewehrt. Ich schlitze dich auf und stopf dir deine eigene Scheiße ins Maul. Dein Verhalten ist schuld an all dem. Du bist die einzige Person hier, die eine Bestrafung verdient hat. Bringt ihn ins Verlies, bis ich über sein Schicksal entschieden habe. Und lass diese Frau gehen. Ich kann euch gar nicht genug danken, Milord. Seid ihr fertig, Milord? Ja, aber in Zukunft trifft niemand solche Entscheidungen, ohne mich vorher zu fragen. Versucht zumindest zuzuhören, was sie zu sagen haben, bevor ihr ein Urteil vollstreckt. Verstanden? Ja, Milord. Lord Sarvik, Tyrek, der Anführer der Revolte, steht vor den Toren der Burg. Er verlangt nur mit euch zu verhandeln. Endlich zeigt sich dieser Verräter. Es ist an der Zeit, diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen. Wenn die Menschen ihm folgen, dann weil dieser Mann ihren Respekt gewonnen hat. Er hat es verdient, dass man ihn anhört. Wache, teilt ihm mit, dass ich auf dem Weg bin. Sehr wohl, Milord.